Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen zum Yumi Gameplay. Ich finde, von vorne sieht sie aus wie so ein Mob, so ein bisschen, oder? So ein bisschen schon. Das hier ist auch tatsächlich der Skin, ist eine Zauberkatze oder sowas. Ich werde euch jetzt Yumi ein bisschen näher legen. Wir spielen mit Nico auf dem PBE. Nico Spells. Ihre Q, sie schießt, der ist relativ langsam, aber auch relativ weit. Und ja, nach einer Sekunde evolvt der Skin, der Skillshot. Und macht dann mehr Damage und slowt den Gegner ebenfalls. Ja, das ist quasi die Q. Also, die wird auch so ein bisschen breiter, seht ihr? Jetzt, bam. Na, ist schwer zu treffen, ist nicht so nützlich. Wir haben mit Level 1 auch schon die W. Damit können wir an unseren Verbündeten ran und in der Zeit zum Beispiel zur Tür gehen, Milch trinken, essen. Das alles. Hat aber noch einen anderen Effekt. Und zwar scheren wir 5% von unseren Stats mit unseren Verbündeten. Ihr solltet natürlich nicht die ganze Zeit am Gegner oder eurem Mate kleben, sondern auch Auto-Attacks machen. Denn wenn ihr Auto-Attackt, habt ihr eure Passive, die gibt euch, wenn ihr angreift, sofort ein Schild und Mana wieder. Das ist ziemlich cool, muss man sagen, denn das Ganze funktioniert folgenderweise. Beziehungsweise, ja, wir müssen erstmal die Passive wieder kriegen und wir, ihr seht schon, wir haben giga wenig HP. Yumi hat 430, Nico hat 660, also dieser Champ, okay, sie hat einen Doran's Ring, aber hat giga wenig HP. Das heißt, wir können in der Theorie jemanden angreifen, bekommen das Schild. Aber wir dürfen auch nicht sterben hier. Das tut schon weh. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man das Schild mit zum Verbündeten tragen. Dann bekommt er das Schild. So in der Theorie zumindest. Unsere E sind hier. Wir können uns selber heilen. Wir können aber auch auf unseren Verbündeten dran. Dann können wir ihn heilen. Das geht auch. Und gibt auch ein bisschen Muffenspeed. Und das ist im Prinzip schon mal so mehr oder weniger ihr Kit. Allerdings gibt es da noch einen Punkt. Und zwar, wenn ihr an einem Verbündeten dran schildert, dann könnt ihr nicht viel machen. Also... Klar, ihr könnt immer noch eure Spells benutzen. Ihr könnt jetzt eure Q steuern. Das ist ganz cool. Zack. Na, den haben wir getroffen. Ihr könnt die Q steuern. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Wir können hier nochmal heilen. Also es wäre halt cool, Auto-Attacks zu machen für die Passive, aber man kann auch echt gut Skillshots dodgen, denn die W kostet kein Mana, Leute. Null. Na, das ist schon cool, aber also ich will ja angreifen. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt angreife, ich krieg so viel Schaden. Hier, für dich. Bam. Ja, das hat leider nicht getroffen. Das macht auch kein AOE-Damage, leider. Jetzt kriegen wir einen Auto-Attack. Zack, das Schild. Gehen hier drauf. Jetzt hat er das Schild. Heilen ihn nochmal. Und schießen die Q. Und, ah, das war knapp. Hier sehen wir auch schon den ersten Punkt, ja. Die Q-Range ist abhängig von unserem Mate. Na, das sieht hier auch interessant aus. Das Problem ist also, wenn unser Mate zurückgeht, dann können wir den Spell nicht treffen. Oh, das war nicht schlecht. Wir heilen mal hier. Jetzt brauche ich Mana. Das heißt, wir müssen angreifen. So ein Auto-Attack gibt 45 Mana wieder. Das ist schon cool. Aber bisher habe ich euch nur erklärt, wie Yumi funktioniert. Wir werden... Habe ich ihn getroffen? Nee. Ich werde euch nachher noch sagen, was ich von dem Champion halte, so ein bisschen. Um auf ihre Ultimate zu kommen, die bald kommt, das ist sowas ähnliches. Fühlt sich an wie Sona-Ult. In ganz oft. Das heißt, ihr schießt so eine Wave. Die ist ebenfalls meistens mit eurem Mate gekoppelt. Wir können jetzt hier auch... Na, wir machen einfach mal die Kühe drauf. Auto-Attack. Ich habe Ignite, aber ich würde den Kill natürlich gerne abgeben. Aber das hat sich damit wohl erledigt. Hier ist der Flash auf jeden Fall ready. So. Ihr könnt übrigens auch von eurem Mate auf den nächsten springen. Maxenmäßig würde ich sagen, maxt man die E. Denn wenn ihr die W maxt, dann wird nur der Anteil an den Stats, die ihr teilt, erhöht. Und das Gute hieran ist auch, ihr teilt nicht nur eure Stats, sondern ihr bekommt auch von eurem Mate die Stats. Ja, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und bei der Sona Ultimate wollte ich sagen, bei der Ultimate von Yumi ist es so, ihr könnt 7 Waves schießen und sobald die Wave 3-mal den Gegner getroffen hat, wird er auch geroutet. So, jetzt kommt, oh, ja, noch getroffen, zack, wir können noch einen Auto-Tech, passt. Na, ihr könnt natürlich, so solltet ihr Yumi nicht unbedingt spielen, dass ihr einfach die ganze Zeit hier chillt und nichts macht. Aber deswegen habe ich auch die Coin mitgenommen, ganz einfach. Also ich habe schon eine Runde gespielt und hatte das AP-Support-Item. Ich glaube, die Coin ist deutlich besser, muss ich einfach sagen. Deswegen kannst du einfach... Also man sollte nicht 24-7 bei seinem Mate dran chillen, aber man sollte auch nicht zu viel rumlaufen, weil der Champ hat unglaublich wenig HP. 590, sie hat 804. Klar, sie hat Dorans Ring, das müssen wir abziehen, ne? Gibt das Ding HP? Nee. Aber ich finde es auch gut, dass Yumi so wenig HP hat, denn im Prinzip ist sie ein Champion. Die Idee, so denke ich mir, das ist so ein bisschen... Yumi kann permanent zwischen den Mates langspringen und ist in der Zeit unsterblich, außer von Tower Shots. Und es gibt aber, sie hat einen Cooldown. Das heißt, wenn ich jetzt so und zack, jetzt kann ich 10 Sekunden nicht
zu einem Verbündeten springen. Das wird weniger, je mehr Punkte wir reinmachen, aber ich kann nicht zu meinem Verbündeten. Und in der Zeit kann ich gekillt werden. Das heißt, wenn sie mal nicht zwischen den Verbündeten herspringen kann, ist sie sehr weich und du kannst sie umballern. Die Idee finde ich cool. Definitiv. So, wir machen jetzt mal Auto-Tag. Wir wollen ja auch Auto-Tags machen, so ein Wort. Okay, jetzt kriegen wir auf den Sack. Springen hin. Kill. Man sollte aber natürlich schon die Passive nutzen, so ein bisschen. Aber auch, naja, es ist so eine... Normalerweise würde ich sagen, bleibt nicht die ganze Zeit da dran. Aber ab und zu ist das worth. Und hier sieht man auch, dass das Q teilweise sehr schwierig zu treffen ist. Weiß gar nicht, habe ich schon gesagt, dass da 6 Punkte reingehen? Vielleicht. So, jetzt machen wir die Q mal hier hin. Ja, okay. Na, 6 Punkte in dem Q, weil man direkt mit Level 1 Punkt in dem W anfängt. So, ich denke mal, die Q zu maxen ist auch klar. Auto-Tag into Schild wäre cool. Oder auch so vielleicht. Ja, also die Q ohne Verbindung zu treffen ist halt echt fast... Also es ist gigaschwer. So, zack, Mana, Shield und jetzt hat er es. Und schon wieder ist es weg. Die Idee, die Mechanics finde ich definitiv cool. Was ich mich so ein bisschen frage ist, warum sollte man Yuumi spielen? Ich meine, vergleiche mir sie mit Nami. Nami kann heilen, Yuumi kann heilen. Die Ultimate von Nami ist, glaube ich, besser. Das werdet ihr noch sehen. Weil die von Yuumi sehr schwer zu treffen ist. Ist wie Talia Q. Ist auch schwer zu treffen manchmal. Bam. Also... Ich bin mir noch nicht sicher, warum man unbedingt Yuumi spielen sollte. Vielleicht wird sie auch noch ein bisschen geändert hier und da, aber... Also, klar, was sie kann, ist definitiv Stats sharen mit ihrem Verbündeten. Deswegen habe ich auch Gathering Storm und absoluter Fokus mitgenommen. Na, jetzt haben wir... Jetzt gehen wir drauf und jetzt bekommt er halt Adaptiv Force von uns. Das ist cool. Bam. Eigentlich könnte ich da gleich drauf flashen, oder? Und jetzt springen wir wieder rüber. Und machen eine Q. Ach, scheiße, okay. Okay, da habe ich mich jetzt gerade... Ich meine, wir haben sie gekillt. Allerdings, ja, okay, jetzt kommt Nigi. Ja, das ist nicht schlecht. Wenn er jetzt den Kill gettet, wäre das very nice. Sehr schön. Ich habe gerade übersehen, wenn ihr Tower-Aggro bekommt, dann tötet der Tower euch auch. Auch, obwohl ihr dran klebt oder nicht. Ich habe mir überlegt, aber bitte nicht zu Hause nachmachen. Was cool wäre, wäre Full AP zu gehen. Denn je mehr AP wir haben, umso mehr Stats scheren wir mit unserem Verbündeten. Die Idee finde ich ziemlich cool. Und ich muss mal eben kurz das Fenster zumachen. Weil die Tür die ganze Zeit da rumknallt. Weil je mehr Stats geben wir, und die geben wir halt permanent. Das ist ein Vorteil, den wir zum Beispiel über Nami hätten. Wir geben die ganze Zeit unserem Mate richtig, richtig, richtig viele Stats permanent. Ziemlich cool. Und ich habe überlegt, vielleicht, ob wir das von benutzen können, während wir an unseren Verbündeten dran sind. Soll ich helfen? Ultimate ist an. Ultimate ist an, er ist gestunt. Noch ein Heal. Very schön. Noch eine Q. Schön. Das hat schön geklappt. Schön. Der E hielt auch Missing Life. Das heißt, je weniger AP mein Mate hat, umso mehr heile ich ihn. So, da mal eine Q reingeböllert. Zack. Alleine auch schon durch das W wird Benefit immer drauf gemacht. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt. Zack. Heal. Gehen jetzt runter. Machen. Ah, ich hätte noch nicht. Ich habe noch keine EW. Aber ihr macht das Schild jetzt schön. Ah, jetzt hätte ich ihn schilden sollen. Vielleicht nochmal die Q. Peng. Jetzt zu ihm springen. Achso, genau. Ihr könnt auch direkt zum nächsten Verbündeten springen. Das geht auch. Das ist auch cool. Also ich finde die Idee hinter Yuumi schon cool. Bin mir aber nicht sicher, wie nützlich es wirklich ist. Man muss natürlich sagen, die Leute wieder auf dem PBE haben teilweise nicht so viel Gehirnmasse. Spielen teilweise schlecht. So, jetzt müssen wir gucken, was machen wir. Am besten wäre Auto-Tag. Into W, into Shield, into Heal. Und noch eine Q. Bam. Jetzt fahren wir wieder mit und chillen. Und können in der Zeit trinken, Kaffee, essen, egal was. So spielt man Yuumi, Leute. Ich habe Angst, dass die Leute so Yuumi spielen werden. Es könnte natürlich so Leute geben, die... Also ihr solltet immer Passive mitnutzen. Das wäre echt klug. Das wäre wirklich klug. Die Passive nutzen, das Schild nehmen, Mana restoren und auf eurem Verbündeten drauf. Zack. So sollte man Yuumi... Ich bin 3-1. Ja, welcome. Wir sind 4-0, 3-1. Welcome, welcome. So sollte man Yuumi ungefähr spielen. Und... Aber es gibt dann Leute, die wahrscheinlich einfach nur 24-7 hier drauf chillen. Könnte es geben. So, wir haben unsere Ultimate wieder ready. Wir könnten die jetzt einfach casten, aber dann greift der Tau mich an. Das wäre RIP. Ich würde auf jeden Fall definitiv Coin empfehlen. Definitiv. Definitely Coin empfehlen. Ich glaube, der ADK von denen... Es könnte sein, dass sie natürlich schon bald tilten, die Gegner. Könnte passieren.
Okay, da sind sie, Boys. Hier ist noch eine Q. Also, man kann auf jeden Fall sagen, in der Mitte kannst du den Champ vergessen und auf der Top-Lane kannst du den Champ vergessen und Jungle auch. Was ich mir aber gedacht habe ist, also es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, aber der Champ ist giga klein, Leute. Guckt ihn euch mal an. Der ist super giga klein. Also wirklich giga klein. Ist ein bisschen wie Rakan eigentlich. Man kann direkt so mitspringen. So, Einfrierer ist fertig. Und können wir sogar... Naja, scheiße, ich war gar nicht an ihm dran. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie das ist. Wenn wir das benutzen können, während wir an ihm dran sind, klar, ist jetzt nicht das geilste Support-Item, so, ne, weil es teuer ist und so, aber ich meine, wir sind gerade 3-1-4. Wir haben halt die Möglichkeit, den Gegner zu slowen und dadurch die Ult besser zu... Weil die Ult ist wirklich schwer, Leute. Die ist teilweise wirklich schwer zu landen. Das werden wir vielleicht noch sehen, vielleicht aber auch nicht. So, Ultimate. Hier in dem Fall ist natürlich perfekt. Können auch nochmal eine Q machen. Wo ist meine Q? Da. Zack. Dann drücken nochmal ein bisschen hier. Ich werde noch gleich den Einfrierer. Können auch nochmal eine Q drücken. Schön. Schön, 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 schön. In so einem Fall ist es natürlich sehr einfach, tatsächlich. Ne, das ist very schön. Ich bin da mal, ne? Hau da rein. Ja, Support Next Generation. Next Generation Support Champion. Also, wenn wir die E maxen, wird natürlich der Heal stärker, aber wir maxen jetzt die W. 5% auf 9%. Das ist ziemlich cool. Wir haben jetzt aktuell, wir teilen 6 Adaptive Force und bekommen 8. Wenn wir das jetzt machen, jetzt bekommen wir 11 und teilen 15. Ist auch nicht so bad. Schade. Die Q ist natürlich echt schwer zu treffen manchmal. Manchmal muss man wirklich sagen, wenn der Mate... Also ich glaube, ich spiele jetzt gerade quasi nicht mit Voice, aber mit einem Duo-Mate zusammen. Wenn ihr jetzt mit jemandem random spielt, ist Yumi, glaube ich, richtig scheiße, könnte ich mir vorstellen. Weil sie einfach sau... Ja, ich weiß nicht, der Mate geht zurück, du machst gerade deinen Skillshot und das gleiche gilt auch für die Ultimate. Da war der Einfrierer. Zack, hier nochmal ein Heal. Da ist die Ult. Beide geroutet, ne, nur den einen. Doch, den anderen jetzt auch nochmal geroutet. Hier kommt nochmal Q. Und mein AD-Kill ist weg. Aber mich interessiert es nicht, weil ich lebe. Ich hätte ihn vielleicht gleich noch healen können. Aber ich habe auch überhaupt gar nicht. Ich habe aber überhaupt gar nicht geguckt, um ehrlich zu. Also ich habe nicht gesehen, wie viel. Ja, aber er hat auch die Ezreal-Ult abbekommen. Wir getten jetzt nochmal ein bisschen AP-Schuss und glaube ich auch relativ uninteressant eigentlich. Ne? Aber guck mal hier. Absoluter Fokus 15. Wir gehen jetzt einfach straight. Rabadons. Bam. Schön für AP. Also ich glaube, Ahnen-Zensor könnte ziemlich gut sein. Sogar für Nico. Aber für Ari bringt es jetzt nicht so viel. Für Vi wäre es okay und für Jax wäre es sehr gut. Aber ich denke, in dem Game brauchen wir es nicht unbedingt. Aber ich möchte trotzdem, klar, wir stehen 4-1-5, aber auf dem PB würde ich auch mit Soraka 4-1-5 stehen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann man wirklich Nico über Nami picken sollte. Nami hat viel mehr Lane-Präsenz, weil sie die ganze Zeit Auto-Tag, die ganze Zeit poked, ist nicht so weich. Hier zum Beispiel, sie hat 1250 AP, ich habe 900. Wir sind gigaweich, das finde ich okay. Aber wenn du die ganze Zeit an deinem Mate dran klebst, machst du keine Auto-Tags. Du machst, der ist auf jeden Fall RIP. Aber vielleicht wieder executed. Ja. Du machst keine Auto-Tags, du hast keine Präsenz, du hast deine Q, die zwar nett ist, aber jetzt auch nicht gigamäßig krass ist. Da bin ich mir wirklich unsicher, warum man das machen sollte. Ich meine, es gibt halt auch Champs, die mit Attack Speed sehr, sehr viel profitieren. Solche Champs sollte man nicht auf... Also, wartet. Champs wie Kalista zum Beispiel, sehr viel Attack Speed bauen oder Vayne, sind, glaube ich, nicht so gut mit Yumi zusammen, weil sie teilt ja die Stats mit denen und auch umgekehrt. Das heißt, von Attack Speed wird ja nicht umgewandelt, nur AD und AP. Das heißt, davon würde ich nicht so viel bekommen. Aber so Champions wie Ezreal, die einfach pur auch sehr hohen AD-Wert bekommen wollen für ihre Q, könnte es wiederum nett sein. Weil natürlich Trinity jetzt auch nicht so viel AD hat, aber ne, man baut ja danach meistens noch das ein oder andere Item. Also wir können mal wieder so eine Q... Rup! Die Frage ist, ob wir Runden hier weiter pushen oder ob wir gucken, ob wir was anderes machen. Eigentlich müsste ich jetzt so machen und dann so. Und jetzt kann ich eigentlich auch ab... Ja, ich kann in der Zeit abgehen, das ist auch cool. Und jetzt springen wir hier hin, drücken nochmal hier, drücken nochmal hier. Machen eine Q, die fliegt. Bam! Drücken Ignite. Und wir chillen einfach jetzt. Wir können aber auch kurz mal runter und da einen Kill holen. Und dann springen wir wieder hin. Haben zwar den Tauschshot mitbekommen, aber... Ja, Double Kill. Welcome, welcome. Das ist ganz nett. Also auch gerade, dass man der Ultimate, dass man während der Ultimate runtergehen kann. Okay, das war schon der Surrender Vote. Man hat jetzt
Also, schwierig. Ich glaube, boah, schwierig, Leute. Ich glaube, fürs erste Game war das schon mal nicht schlecht. Vielleicht werde ich mal noch eine Runde Yuumi mit aufnehmen. Aber ich denke, man hat schon so ein bisschen gesehen, was der Champion kann. Aber trotzdem möchte ich nochmal ganz dringend sagen, lasst euch jetzt nicht fehlleiten, dass der Champion broken ist. Ich habe davor eine Runde schon mal gespielt und die lief komplett anders. Da haben wir eher geintet. Wir haben auch gegen Lux Azure gespielt. Das war sehr, sehr eklig. Da haben wir komplett reingeintet. Und dann war noch eine AFK. Deswegen habe ich es dann nicht mehr nehmen können. Und also es ist halt wirklich... Man muss halt wirklich gucken, wenn man gegen Gegner spielt, die ein bisschen besser sind, denke ich mal. Aber das war schon mal die erste Runde. Ich denke, ich nehme mal noch eine zweite auf und dann sehen wir einfach mal. Auf Wiedersehen und tschüss.